Jahre wieder kommt das Christuskind und soll uns daran erinnern, dass wir Menschen sind. Millionen Kinder leiden Hunger, doch uns kümmert's nicht. Wir kaufen Kaviar und Hummer, mich wundert's nicht. Ich wollte euch nur mal kurz was sagen. Ich habe nachgedacht über die Weihnachtstage, liege nachts wach und ich kann nicht schlafen, denn ich stell mir immer die gleichen Fragen. Wann lernen wir zu teilen? Wann lernen wir zu sehen, dass die Erde sich nicht nur um uns selber dreht? Es geht um den Planeten und um unsere Existenz. Wann lernen wir den Ernst der Lage zu erkennen? Denn alles, was wir sagen, gilt mal gerade für den Moment. Muss Greta uns erst sagen, was seit Jahren jeder denkt? Ja, wir haben das Zeug dazu, verstaubt zu polieren, können die alten Songs mit neuem Glanz verzieren. Denn alle Jahre wieder singen wir dieselben Lieder, auch wenn wir manchmal nicht mehr wissen, was sie uns sagen wollen. Da steht was zwischen den Zeilen. Könnt ihr das denn nicht sehen? Es geht um Liebe, um dich und mich, um unsere Welt, um dich und mich. Klingt bisschen hart zur Weihnachtszeit. Und wenn ich auf die Stimmung drücke, dann tut's mir leid. Doch ich hab was auf dem Herzen, also hört mich mal. Wozu sind Kerzen und Weihnachten denn wirklich da? War da nicht jemand, um den es hier geht, der uns zeigt, dass die Liebe in den Menschen lebt? Die Welt braucht mehr Herz, oft fehlt uns der Mut. Hier ist mein erster Schritt, den zweiten machst du. Ja, dieses Weihnachtslied soll alle inspirieren. Hören wir doch endlich auf, uns selber zu blockieren. Dieser Song ist ein Anfang auf dem steinigen Weg, doch wir können uns mitnehmen. Lass uns die Welt umdenken, am Steuer sitzen, endlich selber lenken, nicht unsere Zeit verschwitzen. Ja, wir haben das Zeug dazu, verstaubt zu polieren, können die alten Songs mit neuem Glanz verzieren. Denn alle Jahre wieder singen wir dieselben Lieder, auch wenn wir manchmal nicht mehr wissen, was sie uns sagen wollen. Da steht was zwischen den Zeilen. Könnt ihr das denn nicht sehen? Es geht um Liebe, um dich und mich, um unsere Welt, um dich und mich. Denn alle Jahre wieder singen wir dieselben Lieder, doch dieses Lied kann für uns ein neuer Anfang sein. Da steht was zwischen den Zeilen und wir können endlich sehen. Es geht um Liebe, um dich und mich, um unsere Welt, um dich und mich. Das war das coole Video von 4 dafür und hier sitzen jetzt 2 von 4 dafür, also nicht 4, sondern 2, also 4 minus 2 quasi. Genau. Markus und Maike, schön, dass ihr heute im Studio seid. Hallo. Ja, danke. Wollt ihr uns gern ein bisschen über euer Projekt 4 dafür erzählen? Mhm. Wer mag anfangen? Ich bin da ganz offen. Ja, ich fange gerne an. Mhm. Also 4 dafür ist entstanden, eigentlich waren das ursprünglich mal 3. Die zusammengesessen haben, gesagt haben, lass uns doch mal ein Weihnachtsalbum machen. Eins, das man sich noch nicht übergehört hat, also dass man nicht zum 10. Mal gehört hat und sagt, ja, das habe ich Lust in meinem Wohnzimmer laufen zu lassen. Und bei der Idee, da ein familientaugliches Weihnachtsalbum draus zu machen, wurde dann eben noch ich mit ins Boot geholt. Ich bin gelernte Erzieherin und habe auch schon viele Jahre mit Kindern zusammen auf der Bühne gearbeitet und da entstand eben die Idee, zu viert ein Weihnachtsalbum zu machen. Ja, und das haben wir dann auch gemacht. Wir sind gestartet mit 4 Ideen. Jeder hatte so seine Version im Kopf, was jetzt dabei rauskommen soll. Die waren auch schon sehr unterschiedlich. Erschwerend kam dann hinzu, als wir angefangen haben zu schreiben und zu komponieren, kam dann Corona. Jeder war zu Hause. Die meisten von uns haben eben auch Kinder und wir waren dann erstmal alle so in unserem eigenen kleinen Chaos gefangen und haben dann versucht, über diesen Lockdown hinweg per Telefon, per Videokonferenzen ein Weihnachtsalbum zu schreiben, wo wir alle dann auch mit glücklich sind. Und ich glaube, das ist uns jetzt am Ende doch sehr gut gelungen. Oder genau, also 2 von uns. Ich hab's mal hier. Markus, ist das das Album? Genau, das ist das Album.
Das heißt Dezemberzahlen und ja, das ist von uns vielen, wie die Maike schon gesagt hat, die zwei, die noch fehlen, das sind der Marcel, der ist Sänger und Songwriter und der Dennis, der auf dem Album auch mit Maike zusammen die Geschichte erzählt, beziehungsweise ein Hörspiel, was, wo quasi erzählt wird, wie eine Familie das Weihnachten erlebt, also quasi von den Vorbereitungen über die Geschichte in der Kirche und bis zum Heiligabend halt. Und ja, wir vier haben über den Sommer quasi bei 30 Grad Außentemperatur Weihnachtssongs produziert. Das ist ja auch nicht schlecht. Wie stelle ich mir das denn vor? Habt ihr dann mit Cocktails da gesessen ja. und dann gedacht, okay, jetzt stelle ich mir vor, da steht ein Weihnachtsbaum oder wie ja, macht man also das? Also es gab auf jeden Fall Tage, wo wir Weihnachtslieder wirklich oder ja nicht, ich habe ja nicht gesungen, aber ich saß am Mischpult, Maike hat gesungen oder unsere Gäste haben da gesungen und es waren 30 Grad und wir haben alle Jahre wieder gesungen. Genau, das war schon ziemlich verrückt. In kurzen Shorts, in kurzen Kleidern und dann danach eben raus in den Pool. Das war schon sehr verrückt. Vielleicht entstehen so aber die besten Weihnachtslieder, man weiß es nicht. Ne? Und ihr sagt jetzt gerade verrückt, aber ich habe mir auch aufgeschrieben, es ist eine besondere Weihnachts-CD. Was ist jetzt besonders an euren Weihnachtsliedern? Das habt ihr eben schon so ein bisschen mir auch erzählt, aber vielleicht gerne auch nochmal für alle, warum besonders? Ich glaube, das hat viele verschiedene Gründe. Also für mich, glaube ich, ist es ganz gut auf den Punkt gebracht. Wir haben wirklich versucht, eine Weihnachts-CD für die ganze Familie zu schreiben. Auf der einen Seite eben durch die Story, die ich dann geschrieben habe, die so durch die Songs hindurch geleitet, also die wirklich eine moderne Familie mit drei Kindern begleitet, die eben unterschiedliche Themen zur Weihnachtszeit haben. Die Kleinsten, denen geht es ums Plätzchenbacken und eben, wann gibt es endlich Geschenke, wann ist endlich Bescherung. Während die große jugendliche Tochter sich mit ganz anderen Themen auseinandersetzt. Das ist so unsere, wir sagen immer die Fridays for Future Generation auf unserem Album, die sich zum Beispiel von ihren Eltern einfach mal ein vegetarisches Weihnachtsmenü wünscht und nicht den Weihnachtsbraten. Bis hin zu den Eltern, die eben da auch sich die Frage stellen, haben wir nicht eigentlich alles, was wir brauchen? Sind wir nicht wunschlos glücklich? Und dann eben passend zu diesen Storys auch unsere eigenkomponierten Songs dazu, die das Ganze durchleuchten und begleiten. Das heißt, ihr hinterfragt auch ein wenig Weihnachten, wenn ich das mal so raushöre. Mir fiel das gerade, wo du es gesagt hast, aber das heißt jetzt Kartoffelsalat ohne. Wie kommt man denn auf den Titel Kartoffelsalat ohne? Da würde ich jetzt sagen, da fehlt doch irgendwas, Markus. Ja, da bin ich der falsche Ansprechpartner. Fast, glaube ich. Das müsste auch die Maike. Soll ich die Maike da lieber Nein, fragen? Aber ich kann es kurz, vielleicht versuche ich es zu erklären. Also die Geschichte hat immer so kleine Einheiten und eine Hauptgeschichte oder ein Hauptteil ist halt, dass die Jugendliche sich wünscht, dass man was Besonderes halt mal macht oder mal auf was verzichtet Weihnachten. Und da es bei der Familie halt immer auf Heiligabend Kartoffelsalat mit Würstchen gibt, muss der Vater dieses Jahr halt daran glauben und seine geliebten Würstchen aufgeben. Und deswegen heißt diese kurze Momentaufnahme in der Geschichte Kartoffelsalat ohne. Ja. Was gibt's denn bei euch klassisch zu Weihnachten, Maike? Was ist essenstechnisch bei euch angesagt? Obwohl wir sonst tatsächlich sehr wenig Fleisch essen und das tatsächlich beherzigen, gibt's bei uns Heiligabend Fondue. Ach. Also ein komplett fleischlastiges Essen, wo wir uns aber ganz bewusst dann eben Weihnachten auch drauf freuen und das sehr bewusst dann eben auch feiern und zu uns nehmen. Also ich glaube, rückblickend haben wir auch schon mal darüber gesprochen, hat es bei uns in meiner Familie noch nie Kartoffelsalat mit Würstchen gegeben, wo das so klassisch sein soll. Bei uns wechselt es irgendwie jedes Jahr. Ich glaube, dieses Jahr gibt es ein Raclette, so was die Kinder auch immer mögen, weil man da dann sich in seinen Pfännchen das machen kann, wo man Lust so hat. Und, aber diesen klassischen Kartoffelsalat habe ich noch nie gegessen auf Heiligabend. Ich fand es sehr schön, dass ihr heute hier gewesen seid und dieses Projekt nochmal vorgestellt habt. Wir haben ja auch das coole Video gesehen. Ich zeige noch einmal in die Kamera die Weihnachts-CD. Kommt denn nach der Weihnachts-CD jetzt eine Sommer-CD? Also geht ihr jetzt quasi hin und sagt, okay, jetzt ist ja Weihnachten. Jetzt sitzt man eher so ein bisschen eingepackt wie ich in so einem Pullover und sagt sich jetzt so, jetzt stelle ich mir vor, dass ich Sommerhits mache. Oder was kann man jetzt von euch noch erwarten demnächst? Ja, das haben wir auch schon gesagt. Das nächste sind dann Frühlingszeilen oder Herbstzeilen. Wir haben da noch nicht konkret drüber gesprochen, aber wir sind uns relativ sicher, dass wir weiterarbeiten werden zusammen in dieser Konstellation und dass da auf jeden Fall nochmal was Neues kommt. Konkret wissen wir das aber noch nicht. Aber ich denke, da kommt nochmal was.